Hallo und willkommen zurück zum Tutorial Datenbanken Teil D mittlerweile. Das sind die Formulare. Zunächst eine ganz kurze Einführung, was Formulare eigentlich sind. Es ist im Prinzip wie ein Formular auf dem Papier. Es ermöglicht eine strukturierte, effiziente, ja, relativ sichere Eingabe von Daten in eine Datenbank. Und im Prinzip spart man sich dann durch die Vordefinition von Formularen, spart man sich jedes Mal das Überlegen, habe ich jetzt noch was, eine Eingabe oder ein Datum vergessen oder muss ich noch irgendwo was nachholen, sondern wenn ich also alle Teile des Formulars ausgefüllt habe, bin ich durch. So. Und es gibt also in Access mehrere Möglichkeiten, auch wieder so ein Formular zu erstellen. Eine Möglichkeit werde ich euch heute mal zeigen. Fangen wir wieder an. Für die Tabelle Kunde, die ich hier nochmal kurz anzeige, ja, weitere Kunden einzugeben. Ich klicke rechts. Oder ich klicke erstmal auf die Tabelle, für die ich ein Formular erstellen will. Dann gehe ich auf Erstellen und dann gehe ich auf Formularassistent. Das ist die einfachste Art und Weise, wie man ein Formular erstellt. Weil ich vorher die Tabelle Kunde ausgewählt habe, kommt jetzt auch der Formularassistent rüber und sagt, okay, du willst also mit der Tabelle Kunden ein Formular erstellen. Und fragt mich dann als nächstes, ja, welche der verfügbaren Felder willst du denn überhaupt in dein Formular integrieren? Jetzt gibt es hier zwei Dinge zu sagen. Zum einen, man kann auf ein Formular auch mehrere Tabellen verlinken oder Felder davon dort anzeigen oder eingeben lassen. Und man hat damit dann immer die Gewähr, dass man die notwendigen geplanten Eingaben in die jeweilige Tabelle hinein geschrieben bekommt. Wir wollen es jetzt aber einfach machen und in einem ersten Schritt mal nur Name, Vorname und Klasse für die Tabelle Kunden erfassen. Kundennummer, hatte ich euch ja gesagt, ist ein Feld, was selbstständig durch Access gepflegt werden soll. Drum würde ich das hier gar nicht anzeigen mit. Das würde nur verwirren, weil es ja selber von der Datenbank gefunden wird, die nächste Kundennummer. Sondern ich würde nur Name, Vorname und Klasse eingeben. Also, dann klickt man hier einfach drauf, dann rutscht das also von links nach rechts als ausgewähltes Feld. Ich klicke nochmal und ich klicke nochmal und jetzt bin ich im Prinzip schon durch. Ich klicke hier unten rechts auf Weiter und dann kann ich mich noch für das Design entscheiden, wie das später das Formular aussehen soll. Und ich entscheide mich hier mal für einspaltig und klicke auf Weiter. Und jetzt habe ich noch einen Titel auszuwählen für die Tabelle Kunde. Ich würde sagen, ein sinnvoller Titel wäre Kunde Formular. Und ich mache noch eine Nummer dazu, falls wir noch ein zweites Formular oder ein weiteres Formular stellen. Wenn ich hier auf Fertigstellen klicke, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich den Formularentwurf nochmal durchgehen oder ich kann das Formular öffnen. Ich will es jetzt öffnen. Deswegen bleibt der Haken hier stehen oder der Button. Und ich gehe auf Fertigstellen. So, also es wird unser Formular angezeigt und jetzt ist die Eigenschaft folgende: Es sind also alle Daten, die in der Tabelle Kunden bereits angelegt sind, wir sehen hier 7 Stück, sind im Kundenformular bereits hinterlegt. Das heißt, hier unten sieht man Datensätze 1 von 7, können also durchschalten und können schauen, dass schon alle angelegt sind. Wenn ich hier auf 8 klicke, dann wird
automatisch ein neuer Datensatz angelegt und ich könnte hier einen neuen Kunden eingeben. Ich habe aber auch die Möglichkeit, sofort hier unten auf neuen leeren Datensatz zu gehen und dann legt er mir auch einen neuen leeren Datensatz an. Egal wie, Kundename, den nenne ich jetzt einfach mal Kunde 08, Vorname, Vorname, Kunde 08 und Klasse, machen wir die 8, 8a. So, wenn ich jetzt auf Weiter klicke, also auf Enter, wird mir der Datensatz eingetragen. Ich kann sofort zurückgehen und der Datensatz ist eingetragen. Jetzt machen wir nochmal. Kunde 09. Vorname. Na, Vorname. Kunde 09. Und die Klasse 9c. Okay, gehe ich weiter. Wird mir ein neuer Datensatz angehängt. Und der bestehende Datensatz ist vorhanden. Wenn ich jetzt gefragt werde, wenn ich jetzt dieses Formular schließen möchte, klicke ich hier oben auf das Schließen-Symbol und bekomme automatisch hier drüben in der Navigation das Formular Kundeformular 01 angezeigt. Wenn das bei euch nicht angezeigt werden sollte, geht ihr mit Rechtsklick auf einfach hier in den leeren Bereich von der Navigation und wählt hier alle Gruppen anzeigen aus. Dann werden alle Gruppen angezeigt. Nämlich die Tabellen ist eine Gruppe, die Formulare ist eine Gruppe, es können dann später auch noch Berichte sein oder Abfragen. Die werden dann alle angezeigt. Hier kann man das übrigens ausklappen. Das ist ja schön, um auch die Übersicht zwischen Tabellen, die Übersicht zu bewahren und zwischen Tabellen und Formularen, Berichten und Abfragen zu unterscheiden. Später können dann auch noch Makros hier erscheinen, also VBA-Code, aber das ist eine weiterführende Veranstaltung, eine weiterführende Ausbildungsteil, wo wir hier nicht drauf eingehen können. Okay, wenn ich jetzt hier wieder doppelklicke auf dieses Formular, ist das Formular wieder da. Ich kann auch das Formular in der Entwurfsansicht ändern, öffnen und habe dann eben die Möglichkeit, dort designtechnisch mehr oder weniger einzugreifen. Ich könnte auch neue Felder von anderen Tabellen mit einfügen. Das setzt aber voraus, dass eine Beziehung zwischen den Kunden und der neuen Tabelle vorhanden ist. Das heißt, so viele Kenntnisse haben wir noch nicht vermittelt. Das würde ich dann später nochmal aufgreifen, das Thema. Es muss, aber nur grundsätzlich erstmal, es muss eine Beziehung da sein zwischen den hier dargestellten Tabellenelementen oder Feldern, damit sinnvolle Daten angezeigt werden können. Da kommen wir also nochmal drauf zurück. Vor der Hand soll das jetzt erst einmal es gewesen sein. Wir gehen wieder in die Layout-Ansicht, öffnen dieses Formular und wir können also jetzt sehen, aha, es sind also jetzt 9 Datensätze eingegeben und wir können jederzeit auf dieses Formular zugreifen und neue Datensätze eingeben. Kunde 10, wieder Vorname, Kunde 10. Und Klasse 10b. Indem wir das hier schließen, wird das automatisch gespeichert und indem wir es öffnen, können wir also jederzeit wieder auf die eingegebenen Daten zurückgreifen. Und letzten Endes kann man sich dann selbst kontrollieren und kann auch hier in der Kundentabelle, die muss natürlich aktualisiert sein, durchspeichern, sieht man dann auch in der Datenblattansicht der Tabelle, dass wir die Kunden hier eingegeben haben. Na, also ich habe also vorher jetzt noch hier gespeichert, damit ich euch
damit eigentlich die Kundentabelle, die Datenblattansicht der Kundentabelle entsprechend aktualisiert wird und ergänzt wird halt um die Eingaben, die wir hier im Kundenformular getan haben. So. Nochmal ganz kurz zusammenfassend, was haben wir getan? Wir haben ein neues Formular erstellt, wir sind auf Erstellen gegangen, auf Formular und speziell hier auf Formularassistent. Und von dort aus wurden wir gefragt, zu welcher Tabelle wir also ein Formular erstellen wollen. Okay. Für diesen Teil D, finde ich, habe ich euch jetzt alles erklärt. Es sind genügend Informationen da. Ihr werdet auch eine theoretische Beschreibung schriftlich mit einem PDF-Dokument dazu finden und auch eine Aufgabe, die ihr mit den Kenntnissen, die ihr jetzt habt, über Formular erledigen sollt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im Teil E und dort geht es um Abfragen.